Auch wir wissen nicht vorher, was passiert und hoffen trotzdem auf ein schönes Fußballspiel. Frank Buschmann und Manni Breukmann an den Mikrofon. Und wie immer vor dem Spiel stellen wir uns die Frage, gibt es ihn, den Favoriten? Ehrlich gesagt glaube ich es nicht, das ist völlig offen hier. Und so bereinigt man eine solche Situation. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Tolle Flanke. Jetzt schießt er und der Ball geht deutlich drüber. Ashley Young. Das kann er, das macht er immer wieder gerne. Die Grätsche. Bis hierhin und nicht weiter, sagt der Verteidiger. Und da grätscht er in den Gegner hinein. Elegant, gut gesprungen, da sieht der Verteidiger dann ganz, ganz albern aus. Manni, so ist das, wenn man mit Auge spielt. Das hat er stark, das wird ganz gut. Er ist drin! Und den kennt man ja, wie er den Ball förmlich streichelt. Das ist ein Zauberer, Manni, ein Supertechniker. Da bearbeitet er den Gegner. Attacke auf den Gegner. An Bonlauer. Super Pass, genau. Oh, der Keeper spielt schön mit, Frank. Wunderbar, wunderbar. Eine richtig gute Aktion und ganz souverän. Und sie sind nicht nur als Einheit stark, sondern auch die Einzelspieler machen da hinten einen ganz souveränen Eindruck. Wähler jetzt den Zweikampf. Das ist eine gute Einwurfmöglichkeit. Die Chance. Tja, die war doch nicht so gut, die Flanke. Und da geht er vehement in den Zweikampf. Ja, mein lieber Mann, einmal zweiter Stock, bitte, Herren Unterwäsche. Da bearbeitet er den Gegner. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Klasse abgeblockt. Ganz sicher hat er das gemacht. Ansonsten trifft er immer. Jetzt trifft er nicht. Achtung, das nächste Mal trifft er wieder. Aber das Ding, Manni, das wird ihn noch beschäftigen. So Chancen lässt er nicht aus. Agbonlauer. Da möchte ich doch mal gerne die 100-Meter-Zeit wissen. Wie schnell denn? Definitiv zu schnell für alle Verteidiger. Wahnsinn. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Gut geklärt von ihm. Versucht's mit dem Kopf. Nix wird's mit dem zweiten Tor. Gut gehalten. Exzellent gehalten. Exzellent. Welche Mannschaft hatte mehr Torschüsse? Wir haben es für Sie ausgerechnet. Petrov. Erfolgreicher Zweikampf. Er attackiert, er will den Ball. Die Fans, die springen hier auf vor mir, die sind sauer auf den Assistenten, der da die Fahne gehoben hat. Ja, war eine ganz knappe Kiste, auch hier wieder, aber die Fahne des Assistenten war sofort oben. Das sieht gut aus. Und das war ein unglaublicher Reflex des Keepers. Ja, der Ball war im Tor aus. Eckball. Eine gewagte Nummer aus dieser Entfernung. Da kann der Keeper relaxen. Es gibt Abstoß. Da ist er wieder, der Spezialist für die Grätsche. Jetzt greift er den Gegner an.
Ashley Young. Das spielt er richtig gut mit, der Torwart. Eine richtig feine Aktion und völlig ohne Aufregung. Ja, da kommt was auf uns zu. Attacke auf den Gegner. Das sollte eine brutale Grätsche werden. Aber er springt einfach hoch und er lacht offensichtlich noch dabei. Die Grätsche, sie geht ins Leere. Aber hast du gesehen, Manni, der hat den kommen sehen. Der hat den kommen sehen und lässt ihn so ins Leere gehen. Das ist wunderbar gemacht. Das sind so Kleinigkeiten, die oft gar nicht auffallen. Aber das ist perfekt. Er ist selten verletzt. Und warum? Weil er immer über die Grätschen springt. Ja, Antizipation ist das Zauberwort an dieser Stelle. Und deshalb für den Gegner einfach nur ab ins Leere. Die erste Hälfte ist vorüber. Der die maßlose Hoffnung auf viele Tore hatte, der ist jetzt etwas enttäuscht. Aber es gibt ja diesen berühmten Spruch, die Hoffnung stirbt zuletzt. Peru. Und da attackiert er ihn. Und der Ball geht ins Aus. Es wird Abstoß geben. Attacke mit Grätsche. Vorsicht. Aggressives Tackling. Peru. Jetzt greift er den Gegner an. Der Schiedsrichter schätzt den Spielfluss und er lässt es weiterlaufen. Ein Schiedsrichter muss immer schnell entscheiden und er hat sich dann doch entschieden, das Spiel zu unterbinden. Es gibt die gelbe Karte. Das kann er viel besser. Aber da hätte er den Ball natürlich eher drücken müssen. Peru. Er greift ihn hartnäckig an. Er sucht den Zweikampf. Er attackiert. Attackiert, er will den Ball. Er wackelt leicht, aber er bleibt einfach oben. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Das ist nicht der Sinn dieses Angriffs. Der Gegner hat sich die Kugel bereits wieder erobert. Und die Aktion hat einen Eckball zur Folge. Es gibt so Tage, da geht überhaupt nichts zusammen. Heute haben wir einen solchen. Das wird sich der Trainer denken. Und wenn er jetzt überhaupt noch was machen kann, dann ist es, einen frischen Spieler einzuwechseln. Das muss er. Aber er kann den Ball nicht. Und der Ausgleich ist hier gefallen. Und das geht voll in Ordnung. Also, wenn ich ehrlich bin, liebe Zuschauer, dieses Tor, das kommt doch jetzt einigermaßen überraschend. Sehe ich ganz genauso, Manni. Das kommt aus dem Nix, aber so macht man eben aus ganz wenig Chancen das Optimale. Zweikampf auf die alte Art. Die Grätsche. Und schon wieder eine Grätsche. Warum springt er jetzt? Weil er Angst hat oder weil er schlau ist? Peru. Und da attackiert er ihn. Und da geht er vehement in den Zweikampf. Also nochmal. Nicht nur Bälle fangen und wegfausten, auch mitspielen. Gutes Torwartspiel sieht genau so aus. Agbonlahor. Er sucht den Zweikampf, er attackiert. Petrov. Peru. Das ist ein ganz einfacher Ball. Da sagt der Torhüter, danke. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Er versucht, den Ball abzugrätschen. Die Anziehungskraft der Erde hat versagt, er bleibt oben. Kamele. Sehr ungeschicktes Zweikampfverhalten. Das könnte ihm jetzt die zweite gelbe Karte einbringen. Und wir wissen alle, was das heißt.
Und jetzt gibt er die rote Karte. Und das völlig zu Recht nach dieser Aktion. Gucken wir mal, ob die Einwechslung sich bezahlt macht. Da habe ich aber schon andere Schüsse gesehen. So, der Trainer bringt jetzt gleich zwei frische Spieler in die Partie. Kurz vor Ende der Partie ist hier noch gar nichts entschieden. Macht er ihn rein! Da steht ihm die Verzweiflung ins Gesicht geschrieben. Aber der Torwart, der ist heute nicht zu bezwingen. Exzellent, Manni, exzellent. Klasse, Mann. Sowas nennt man souveränes Torwartspiel. Sieht fast aus wie eine Blutgrätsche. Da geht er in den Gegner rein. Wenn er den Freistoß nicht gibt, dann haben sie einen Freifahrtschein. Es wird gewechselt. Der Kopf, ganz souverän gehalten vom Keeper. Ashley Young. Da geht er in den Gegner rein. Bange Blicke auf die Uhr, aber es gibt noch mal Freistoß. Der Schiedsrichter holt die gelbe Karte raus. Gut geklärt von ihm. Und nochmal gibt's Eckball. Und damit die Möglichkeit, jetzt hier vielleicht den Führungstreffer zu erzielen. Da sind die Fans entsetzt. Nach dieser Ecke kriegt sofort der Gegner wieder den Ball. Ja, ja, klarer Freistoß. Da steht er als böser Bube da, denn er kriegt rot. Ja, und das Unentschieden wackelt schon jetzt bei diesem Freistoß. Und hier, oh nein, das gibt's doch nicht. Ausgerechnet jetzt haben sie sich das Leben noch schwerer gemacht, als es ohnehin schon war. Und jetzt schenkt er ihnen diesen Treffer mit Schleifchen. Was für ein Fehler und was für ein Zeitpunkt für diesen Fehler. So, und wenn jetzt hier noch ein Fußballwunder passiert nach dieser Aktion, dann wird sich nach dem Spiel alles auf ihn einschießen. Ein ganz, ganz dummes Eigentor. Es gibt Freistoß. Der letzte Pfiff des Schiri. Das Spiel ist zu Ende. Jeder will sich profilieren, natürlich auch in einem solchen Freundschaftsspiel. Und da verlierst du einfach nicht gerne. Ja, und da sieht man...